Willkommen zurück zu Fallout Shelters. Ja, ich habe jetzt mal ein bisschen Zeit vergehen lassen. Unser Held ist wieder zurück aus dem Ödland. Wie ihr sehen könnt, er ist mir einmal gestorben. Ich habe ihn über 8 Stunden laufen lassen. Und jetzt ist er wieder da. Ich bin zurück. Nach 13 Stunden. Er hat uns einiges an Ausrüstung mitgebracht. Ein bisschen Spielzeug zum Quaften. Ein Luftgewehr. Eine rostige Schrotflinte und eine verbesserte Jagdflinte sowie ein, zwei Ausrüstungsgegenstände. Wir werden ihn jetzt mal in aller Ruhe sammeln und natürlich hat er uns auch noch über 1000 Kronkorken mitgebracht. Die Wiederbelebung hat uns 500 gekostet, dementsprechend hat er 500 Kronkorken Gewinn gemacht. Das bringen wir alles mal mit. Dann gibt es die nächsten Kinder. Oh, es ist keine Zeit für Familienplanung, es gibt einen Unfall. Okay. Und wir haben jemanden draußen noch vor der Tür stehen. Ein Spezialist in E. E-Moll. Nee, als nächstes gibt es wie gesagt die Kinder. Vincent Green. Und Raymond Green. Ich brauche echt jemand anderes. Und dann hatten wir hier den 5. Stimpack, den wir sammeln konnten. Und das gibt uns auch nochmal 150 Kronkorken. Ah, jetzt wird es gerade ein bisschen eng mit dem Essen. Mal eben kurz gucken. Und für ihn müssen wir auf jeden Fall einmal ein Red Array opfern, damit die ganze Verstrahlung weggeht. Und darauf gibt es dann noch ein Stimpack. Und dann würde ich sagen, gehst du gleich wieder raus. Und diesmal nimmst du ein paar Stimpacks mehr mit. Mal gucken, wie lange er dann unterwegs ist. An der Stelle, in 17 Sekunden, gibt es wieder neues Essen, Wasser und Trinken. Ich rüste in der Zeit mal gleich unsere Leute neu aus. Und wir gucken uns nochmal die neuen Tagesaufgaben an. Führt in den Räumen erfolgreich Tempomodus aus. In 10 Räumen durch. Rüste 10 Räume mit Pistole aus. Ah, das kriegen wir wohl hin. So, da gibt es jetzt erstmal Wasser. Dann gibt es hier oben gleich Nahrung. Aber wir können hier unten ja gleich schon mal einen Tempomodus ausführen. Jetzt können wir ihn ja gebrauchen. Aber vorher gibt es ein paar neue Waffen in den Raum, falls wir ungebetene Gäste da mal reinkriegen sollten. So, Tempomodus. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir auch das Feuer endlich hin. So, das war der erste Tempomodus. Dann, ah ne, 44 mache ich nicht, das ist mir doch... Ich möchte jetzt erstmal nur auf einen grünen Zweig mit Nahrung und Essen kommen. Dementsprechend bleiben wir erstmal klein. Fehlschlag. Und da haben wir das Waldfeuer. Er ist ein E. Und damit haben wir auch das Waldfeuer gelöscht. Easy peasy. Ja, wir haben einen neuen Raum gekriegt. Da wir ja insgesamt noch schon 18 Männlichen sind. Und das ist das Aufseherbüro. Das kostet uns 1000. Dann machen wir das jetzt so. Ihn holen wir nochmal zurück. Oh, ihr hört das Ping, 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 Ping. Das ist ein Special hier hinten. Der berühmte Mann, beziehungsweise der Gast, wenn wir ihn finden... Dann gibt er uns Geld. Bei so einem kleinen Bolt ist das noch sehr übersichtlich und ansonsten müsst ihr euch an diesem Düm-Düm-Düm-Düm orientieren, wo er in der Vault erscheint. Wir haben 900 Credits, sage ich jetzt schon, 900 Kronkorken zum Ausgeben. Das heißt, wir werden jetzt das Lager noch einmal ausbauen, beziehungsweise zweimal. Und dann haben wir noch 1000 Kronkorken übrig für das Aufseherbüro, was wir hier hinten hinsetzen können. So, was bist du? Du bist sehr gut in... Du bleibst hier. Und wir haben doch noch jemanden hier rumstreunern. Und sie ist auch relativ stark. Sie kann uns auch Strom geben. Und wir haben schon wieder kein Essen. Was machen wir da? Eigentlich müssten wir das Deine als nächstes ausbauen. Da unten gibt es noch mal ein bisschen davon. Nee, wir machen das Aufseherbüro.
braucht zwei Felder Platz. Das ist hier in der Hinsicht sehr gut. Glückwunsch, du hast gerade das Aufseherbüro gebaut. Du kannst jetzt Teams aus Bewohnern von Vault aus auf Quest schicken. Wähle den Pickboy aus, um die Questliste anzuzugreifen. Da haben wir was ganz Besonderes. Ganz am Anfang, töte die leuchtenden Wreckkrakerlaken und beende dein Training. Stufe 1. Und da würde ich sagen, wir müssten drei Leute hinschicken. Nummer Uno ist relativ einfach. Den haben wir ja in ein Kostüm gesteckt. Okay. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Habe ich ihn denn schon wieder rein? Generator, Generator, Diner. Wo ist er denn? Ich habe so das Gefühl, der ist noch nicht wieder da. Ich finde das jetzt aber auch gerade doof, dass ich die Tutorial-Quest nicht abbrechen kann. Ach komm, wir schicken einmal die Krankenstation. Eigentlich will ich sie ja nicht schicken. Da schickt mir nämlich lieber die Schrotflinte hin. Das ist mir persönlich lieber. Weil ich vermute mal, dass unser Rekrut noch draußen ist. Ach, wir können noch nicht mal Stimpaks mitnehmen. Da ist es doch besser, wenn wir... Ja, wir starten die Quest. Wir brauchen nur einen losschicken. Deine Bewohner verlassen die Vault automatisch, um die Quest zu beginnen. Jetzt folgen wir ihr ein bisschen. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass ich unseren Elite-Schützen reingeholt habe. Etwas merkwürdig. Ah, sieh an. Wir haben jetzt noch 10 Quantum Cola gekriegt. Und das wiederum heißt, dass wir ein bisschen abkürzen können, weil ihr seht, sie ist eigentlich 10 Stunden unterwegs. Aber jetzt kürzen wir einfach mal ab. Wir haben 10 Quantum Cola geschenkt gekriegt und 10 Stück geben wir aus. Und so kürzen wir die Quest von 20 Stunden auf sofort ab. Ich hätte ja lieber meinen Elite-Schützen rausgejagt, aber so schwer kann die Quest nicht sein, wenn die so einfach schon belohnt wird. Jetzt sind wir im Questort. Ein verlassenes Gebäude, wovon wir im Ödland ja einige zu finden hoffen. Und ja, wir kriegen hier wertvolle Beute. Kartensymbol rechts oben. Und da haben wir natürlich noch Navigation im Kampf. So. Und wenn wir können auch versuchen zu kritten. Zur doppelten Schaden, 2,5 Schaden, dreifachen Schaden und fünffachen. Wir versuchen natürlich immer wieder den fünffachen Schaden hinzukriegen. Aber jetzt geht's erstmal für sie rein. Hier gibt's nichts. Wir erkunden den nächsten Raum. Der ist relativ groß. Dieser Ort ist... Okay. Hier die Kisten, die leuchten. Das heißt, da drin haben wir Loot, Kronkorken... Nochmal Kronkorken und eine Waffe. Die Räume könnt ihr erst looten, wenn sämtliche Gefahren im Raum beseitigt sind. Hier ist beispielsweise nichts. Dann geht es mit dem Fahrstuhl in die nächsthöhere Etage. Hier haben wir die ersten Red-Kakerlaken. Aber unsere Waffe ist dafür eigentlich hervorragend ausgelegt. Unsere Schrotflinte. Na komm, schieß. So, das ist auch erledigt. Auch besiegte Gegner können liegen bleiben. Die haben dann beispielsweise eine Schrotflinte dabei. Hier haben wir wieder Kronkorken. 182 haben wir schon. Das könnte schon fast der nächste Ausbau des Diners sein. Hier haben wir jetzt nur eine.
Die ist jetzt auch weg. Im Schrank haben wir einen Baseballhandschuh. Die Kakerlake bringt uns einen Revolver. Aber ansonsten ist hier nichts. Und rauf in die letzte Etage. Vor allem, was mich wundert, ist, dass sich die Viecher in Betonboden eingraben können. Und da haben wir die Red-Kakerlake. Da hatten wir die Red-Kakerlake relativ schnell beseitigt. Die zählt dann als Boss. Die leuchtet grün auf. Und sie macht auch Strahlungsschaden. Wir sind am Anfang ganz am Anfang haben wir abgeschlossen. Aber wir looten natürlich noch den Raum zu Ende. Und wir bekommen sogar noch ein... Oh, sag eben schnell, eine Spritze. Und ich muss nochmal in den anderen Raum zurück. Da habe ich vergessen, die Oh, seht ihr, da gibt es auch eine Lunchbox zu. Und auch hier bleibt die Kakerlake liegen. Also immer schön alles mitnehmen. Was ihr hier so sehen könnt, da habt ihr teilweise richtig guten Loot drin. Und noch ein Wecker. Gut, das war's. Ihr habt euch nochmal hier umgeguckt, ob nicht noch irgendwo was leuchtet. Dann könnt ihr hier oben auf eure Questkarte gehen. Dort habt ihr dann die verschiedenen Ziele. Und ihr könnt sie zur Vault zurückschicken. Wir holen genau. Eine Lunchbox, ein Billardkö und Luftgewehre. Zurück zum Vault. Und natürlich fast 500 Kronkorken. Der Rückweg ist natürlich auch nicht sofort geschafft. Das braucht auch noch seine Zeit. Okay, in diesem Fall wurde das auch abgekürzt. Wir können zwei Teams draußen haben. Und da gucken wir mal. Wir haben ein Luftgewehr. Ein Repartiergewehr, eine Pistole, ein Billardkö und ein bisschen was zum Basteln. Das sammeln wir natürlich alles. Oh. Ja, ich muss definitiv mein Diner ausbauen. Gucken wir mal, bist du eh? Er ist eh, können wir aber leider nichts mit anfangen. Was machen wir jetzt? Wir brauchen Leute, die hier oben uns Futter ranbringen. Er ist also sehr ausdauernd. Das ist mir egal. Wir brauchen ihn wirklich einfach woanders. Wir schicken ihn mal ins Labor. Und unsere Schützin, die jetzt hier oben so rumflitzt, war ja eigentlich im Generator. Oder wir schicken sie aber ins Diner, damit sie uns Essen produziert. Oh, Wasser haben wir jetzt auch zu wenig. Ihr seht, jetzt komme ich allmählich ins Schwitzen. Mal gucken, was wir aus der Lunchbox rauskriegen. Dafür haben wir sie gesammelt. Essen können wir gerade genau richtig gebrauchen. Nahrung. Ja, ihr habt es gehört. Er ist da, aber wir sind gerade dabei, Kisten zu öffnen. Also können wir ihn leider nicht suchen. Dreieckig gefaltete Flagge. Wieder ein Bauitem. Fusionslasergewehr. Das nehme ich doch auch gerne mit. Gut, der Generator brennt, das ist nicht so schlimm. Wir werden auch die Wasseraufbereitung aufbauen, sobald das Feuer oben gelöscht ist. Etwas angeruster Raum, macht aber nichts. Wir bauen auch jetzt, wie gesagt, einmal kurz die Wasseraufbereitung noch aus, damit wir ein bisschen mehr Wasser reinkriegen. Jetzt haben wir natürlich auch einen erhöhten Strombedarf, aber ich hoffe, das demnächst decken zu können. Beziehungsweise ich hoffe darauf, dass... Oh, die sind auch alle nur stark. Das ist relativ blöd. Charisma. Komm, die werden demnächst aussortiert, ausgemustert. Dir bleibt da. Was ist mit dir? Komm, du gehst auch in die Wasseraufbereitung. Wie gesagt, Strom brauchen wir derzeit nicht so viel.
Ja, unser Elite-Schütze, Stärke und Glück. Wir gucken uns mal die Quest an, die wir jetzt haben. Filmnacht des Grauens. Brauchen wir Stufe 18 Helden mit einem Geisterkostüm. Können wir leider nicht großartig nutzen. Das sind so Special-Aufgaben. Stufe 12, mindestens 4 Schaden. Aus Nuka World entführt. Das Geheimnis von Vault 31. Wie ihr sehen könnt, Stufe 10, mindestens 3 Schaden. Geisterspaß. Wir sind leider nicht wirklich. Höhlenkönig-Training. Dauert 3 Stunden, bis sie da sind. Wird gut belohnt. Brauchen wir aber Leute mit 3E, 3L und mindestens Stufe 6. Also wie ihr sehen könnt, wir haben hier so ein bisschen den Mangel an Leuten dafür. Aber ich hoffe, dass ich dagegen mal demnächst was machen kann. Vor allem, ich brauche dafür eigentlich Dreierteams. Oh, und schon wieder zu wenig Wasser. Riskiere ich einen Tempomodus? Hoffentlich geht er nicht schief. Ja gut, wenn man es jetzt braucht, geht's schief. Das ist wie immer der kleine Knackpunkt. Aber wenn wir wenig Wasser haben, das macht so gesehen auch nichts. Oder wenig Nahrung, das schlägt sich nur auf die Moral nieder. Und dementsprechend ist das nicht ganz so schlimm. Was kriegen wir denn mit Stufe 20 für einen neuen Raum? Die Radiostation, etwas, was wir absolut nicht brauchen. Mit 22 Volt Bewohnern wird schon wieder interessanter. Dann kriegen wir die ersten Werkstätten. Und diese kann ich dann auf dieser Seite setzen. Schön abseits vom Hauptschacht, damit die Jungs da in Ruhe trainieren können. Da haben wir schon mal Nahrung. Das ist im grünen Bereich. Und wir brauchen natürlich die gesammelten Kronkorken hier aus dem Vault. Das geht auch relativ zügig, wenn wir den Aufseher, also beziehungsweise unseren mysteriösen Fremden finden. Weil der gibt auch relativ gut. 23 von 150 Wasser. Also eigentlich müsste ich den Tempomodus nochmal ausführen. Das ist echt ein bisschen zu wenig. Gut, wir schicken ihn auf jeden Fall nochmal raus. Wir haben 5 Stimpacks, die wir mitgeben. Waffe ist das schon die beste, die wir haben. Dementsprechend raus mit dir erkunden. Damit wir natürlich für unser nächstes Abenteuer, wenn wir morgen wiederkommen, gucken, was er uns mitbringt. Die Kronkorken sammeln sich relativ gut von alleine jetzt gerade. Und ich glaube, das war gerade eben ein Fehler, dass ich die Wasserbehandlung zu schnell beendet habe. Da wir ja nur eine Minute davor waren, bevor es fertig war. Das war wirklich ein kleiner Fehler. Aufrüstung kostet uns 500. Das würde ich sagen, ist das nächste, was wir machen können. Die Sache mal einmal hoch, weil ihr seht, das Wasser tickelt uns echt eine Menge runter. Und je höher der Raum ist, desto höher ist der Ertrag. Gut, die Minute warten wir noch und danach würde ich sagen, beenden wir für heute. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und wir sehen uns dann definitiv morgen wieder. So, kommen schon, die 44 Sekunden müssen noch runter. Wir gucken uns in der Zeit nochmal die Quests an. Wie gesagt, wir haben hier relativ viele Halloween-Quests mit drin. Kronkorken-Blues. Aber wie gesagt, das sind Dreier-Teams, die ich losschicken muss. Dementsprechend muss ich da noch ein bisschen was vorher. Wie heißt das schöne Wort? Dran rumbasteln. Wobei, ja, das mache ich fertig. Da habe ich gerade schon eine Idee. Wir sehen uns dann definitiv morgen, wenn es jetzt hier in 10 Sekunden das Wasser gibt. Und ich hoffe, dass ich danach einen Tempomodus ausführen kann, weil meine Jungs verdursten hier gerade richtig. Und das schlägt sich gerade auch richtig auf die Moral nieder. Die tickelt nämlich runter, wenn wir kein Wasser mehr haben. Und das ist nicht so schön. Kann ich einen Tempomodus machen? Ich riskiere es mit 44. Ich hoffe, es geht gut. Es geht natürlich nicht gut. Na gut, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!